Und servus Leute, willkommen zurück zu Apes Exodus. Ja, es geht hier. Hoppa, falsch. Mal ganz im Ernst. Und jetzt hört euch das an. Was ist wohl lauter, Okay, noch. Nein! Oder doch? Was soll ich hier machen? Ach so, da unten sind Steinchen. Und da rechts sind auch welche. Okay. Da oben ist was. Lesen wir mal. Man kann ja nie wissen. So, was sagst du uns, komische Kristallkugel? Necrom, die Modaken, ja, ich glaube, Serax hat gesagt, dass sie Modakens heißen. Die Modaken-Grabstätte vor langer Zeit versammelt. So, Necrom, die Modaken-Grabstätte. Vor langer Zeit versammelten sich die Modaken-Stämme, um ihre Toten zu bestatten. Die heldenhaftesten Modakens der Mudanshi und der Mudomo-Stämme wurden in den Grabstätten von Necrom zur letzten Ruhe gebeten. Rette ihre Geister, bevor es zu spät ist. Oder gebettet, wurden zur Ruhe gebettet. So lautet es richtig. Geht's da links auch lang? Rollin, rollin, rollin. Ja, Tatsache. Da ist auch was. Da sind noch viel mehr Sachen. Wow, leck. Das sind auch zwei Dinger zum Lesen. Was sind denn das für Viecher? Die Grüfte von Necrom, die von Scraps und. Ey, Maus, hätt's mir jetzt nicht Antivir auf dem Hals. Das hatte ich heute schon. Die Grüfte von Necrom, die von Scraps und Paramites bewacht werden, wurden von Gluckens und Slicks übernommen. Ich hoffe, ich spreche die ganzen Namen richtig aus, sonst korrigiert mich bitte. Befreie die eingeschlossenen Geister deiner Vorfahren und erlange die Macht, um deine Freunde zu heilen. Aber Vorsicht, ein falscher Schritt und du bist Flech, Futter, Flech, Flesch, Fletch, Flex, Fletch. Was? Was heißt das? Fliech, Flesch, Fletch. Was zum Geier? Wie heißt das? Fletch. Du bist, Aber Vorsicht, ein falscher Schritt und du bist Fletchfutter. Leute, sagt mir, wie man das ausspricht. Meinetwegen schreibt es auf ganz banale Weise irgendwie in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich nenne es einfach Fletch. Fletches. Mehrzahl. Fletch. Fletchen. Fletches. Was? Wird schon. Wird schon irgendwie stimmen. Fletches. Ja, ich glaube, Fletches klingt am normalsten. Moment, da oben war doch was. Wo bringst du uns hin? Bumm! 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 Habe ich irgendwie schon vermutet. Bumm! So. Nochmal lesen. Das sind Totenköpfe oder was? Du bist der Erretter von allem Mudakens. Mudakens. Du bist der Erretter von allen Mudakens, selbst von den stinkenden Toten. I. Der Knochenklau der Gluckens hat die Geister deiner Vorfahren aus ihrer Ruhe geweckt und nun sind sie von den abergläubischen Slicks umringt. Finde die Grabstätte der Necrom und um die gequälten Geister zu retten. Alles klar. Soll ja 100% hier werden. Ich hoffe, ich habe mich nicht übernommen. Moment, kann ich da auch rechts lang? Nach unten? Sieht nicht so aus. Moment. Was ist denn das da im Hintergrund? Das sieht ja geil aus. Ich muss sagen, die Hintergründe in dem Spiel sind echt bahnbrechend. Wieso sind die alten Konsolen besser als die neumodischen? Das verstehe ich nicht. Kann ich hier rein? Nee. Moment, da brennen drei Fackeln. Hm.
Irgendwo habe ich was übersehen. Moment, eins. Zwei, drei. Ja, irgendwo muss ich noch so ein Teil lesen. Aber wo ist das? Was passiert, wenn ich hier reinhopse? Und so? Auch nix. Irgendwo muss ich noch so ein Teil lesen. Da steht felsenfest. Die Frage ist nur, wo ist das Teil? Komme ich hier nicht mehr hoch? Habe ich es verkackt? Habe ich es verkackt? Wo starte ich hier wieder? Ah, hier, perfekt. Und da falle ich nach unten, das heißt, ich gucke zuerst links. Geht's auch nicht. Ich sehe irgendwo was. Hinter der Pflanze. Mach dein Geschäft, Abe. Sehr schön. Na, Moment. Jetzt mal Spaß beiseite. Irgendwo muss doch noch so ein Teil sein, was ich lesen muss. Aber wo? Ist da hinten? Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da waren wir doch schon. Da geht's auch nicht lang. Nee. Vielleicht da hinter der Pflanze? Nee. Du sollst da rein. Das schneit immer mehr, das regt mich ein bisschen auf. Ich will keinen Schnee. Autofrei schaufeln, geht. Hier irgendwo langsam runter. Ja, Abe verrichtet überall seine Geschäfte. So, hier haben wir vier Fackeln. Da haben wir eins. Ja, das können wir. Jetzt brennt das Feuer. So, kann man gar nicht runter. Vielleicht muss ich da runterfallen. Ey, du stößt ja überall den Kopf. Tatsache! Ist ja unfair, wenn man das nicht weiß. Okay. Das Letzte, was wir lesen müssen. Sicher, es müssen eine Menge eingeschlossener Geister gerettet werden, aber vernachlässige nicht die lebenden Mudakens, die du findest. Denn auch sie sollten gerettet werden. Sag ihnen, folge mir, dann chante, um sie in die Vogelkreisportale zu öffnen. Das kennen wir doch schon lange. Warum sagen die einem jetzt diesen Tipp? Egal. Die Macher dieses Werkes wissen schon, was sie getan haben. So, jetzt muss ich die beiden noch aktivieren. Bumm! Hand drauf, Abe. Ja, das kennen wir mit diesen beiden Viechern da. Scraps und Paramites. Glaube ich. Paramites. Also wie gesagt, falls ich die ganzen Viecher alle falsch ausspreche, dann... Ja! Korrigiert mich bitte. Aber ich werde jetzt erstmal Scraps, Paramites, Mudakens, Slicks, Gluckens und wie sind die anderen Viecher? Fletches nennen. Ich glaube, ich habe alles. Also von den Namen her und hier von den Fackeln her. Und? Yes, es ist offen. So, und damit ich diese ganze Scheiße nicht nochmal machen muss. Ja, ich bin Speichersuchti.
Das kennt man von mir. So, dieser Spielstand wird mein Hauptspielstand von Voranschreiten. Die anderen Spielstände sind nur da, damit ich, falls ich etwas vergessen sollte, dass ich zwar wieder alles machen muss, aber soll ja 100% werden. So, jetzt endlich neue Umgebung. Sollte mal schleichen. Scheiß doch auf Schleichen. Ich möchte lesen. Denk dran, ey, wir rastlosen Mudakengeister sehnen uns nach Frieden und Ruhe für unsere Knochen. Als erste Aufgabe musst du die Geister deiner Vorfahren von ihren Qualen befreien. Dann helfen wir dir, deine Freunde zu heilen. Ich dachte schon, dass die Tür jetzt aufgeht, aber um ehrlich zu sein, kann die Tür mich mal. Denn so ein Vogelkreis, der ist ja nicht umsonst hergesetzt. Hallo? Geh rein da! Na endlich! Was jetzt? Na, bitte komme ich wieder zurück. Moment, da war noch so ein Teil, was ich lesen konnte. Ja, ich stelle mich an. Aber ist ja auch nicht verwundert. Ist das erste Mal, dass ich das spiele. So, das will ich lesen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelesen. Deine Mudaken-Freunde sind an der Brühe erkrankt. Du musst die Aufgabe der Mudaken-Geister erfüllen, um sie zu heilen. Kehre hierher zurück, nachdem du in den Grabstätten der Mudanshi und der Mudomo warst. Das heißt, ich muss jetzt zuerst durch die Tür gehen. Gut zu wissen. Zum Fego-Depot oder Depot. Da will ich, glaube ich, noch gar nicht hin. Das heißt, ich muss hier rein. Gut zu wissen. Ich frage mich, was Xerx und Konsorten über dieses Spiel jetzt noch denken, wie ich mich anstelle. Hallo? Ach so, da oben ist ein Vogelkreis. Lag. What the fuck? Ape laggt. Warum? Irgendwie erreichen wir nichts. Wir gucken uns einfach nur die Umgebung an. Ich meine, es war alles schön und. Sei nicht auf mich so sauer. Du rennst ja dagegen oder rollst dagegen. Vor allem dieses Rückschwenken quer durch die Umgebung durch, das ist echt geil. Das ist wirklich schön. Ich höre was. Was ist das? Okay, Musik sagt mir schon mal, dass die Teile irgendwie nicht freundlich gesinnt sind. Und die achten auf Geräusche. Okay. Fletch. Was? Fletch. Fletchu. Ja, Fletch. Also habe ich es richtig ausgesprochen. Fletch. Junge Glackens halten Fletches als Haustiere. Werden sie zu groß, werden sie in die Abwasserkanäle und Wasserläufe von Oddworld ausgesetzt. Lieblingsnahrung? Dich. Ratschlag, nicht auf die Slurks treten, sonst verrätst du dich. Slurks, das sind wahrscheinlich die schwarzen Dinger gerade. Habe ich gesehen, dass diese Teile mich nicht besonders mögen? Legt mich. Meine Musik ist geil. Nee, schleichen bringt ja auch nichts. Da ist ein Loch. Ich dachte, es wäre so ein Stein aus dem Vordergrund. Mist.
So. Ich werde mal hier oben speichern. Ich will wissen, was die Teile machen. Moment. Was zum? Was zum? Okay. Das muss ich nochmal. Und vielleicht werde ich es jetzt gleich mit Zoom und in Zeitlupe zeigen. Guckt! Die lecken mir den Arsch aus. Wäh, ist ja ekelhaft. Okay. Renn! Ha! Nein, die kommen hier hoch! Das ist ja mies. Ach. Na gut. Verpisst euch. Da sitzt ein Tier in dem Käfig da. Oder in der Box. Geisterfallen sind Privateigentum. Fallen auslösen, indem man sich daneben stellt und R2 und X drückt, um die Modakengeister zu befreien und die Grufttüren zu öffnen, ist streng verboten. Zuwiderhanden werden erschossen. So strong. Dingens. Und Co. Moment. L2 und X. Bam! Dachte ich mir schon. Quick Save. Scheiße. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt zwei Parts aufgenommen. Vielleicht werde ich es bei so kurzen Sessions belassen. Und die werde ich dann immer hochladen und dann auf Tipps und dergleichen warten, damit ich auch schön 100% holen kann und alles. Ich habe ja mehr als genug kompetente Leute, die mir da Tipps geben können. Gut, dann würde ich sagen, das war. Moment. Immer mal so zwischenspeichern, man weiß ja nie. Der da. Ich werde ewig lange mit diesem Projekt brauchen, das sage ich euch jetzt schon. Okay, dann würde ich jetzt schon mal sagen, das war Apes Exodus für heute. Ich werde jetzt gleich noch einen schnellen Tod verursachen und sage schon mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fährt euch.